Moin moin und ganz herzlich willkommen zurück zum YouTube-Tutorial für Kerbal Space Program 1.71 mittlerweile. Genau, mittlerweile ist eine neue Version rausgekommen. Wir sind auch up-to-date und es ist auch ein neues DLC mit Breaking Ground dazugekommen. Wir haben also mittlerweile zwei DLCs am Start, die ich auch beide installiert habe. Und jetzt ist so langsam mal der Punkt gekommen, für diese Tutorial-Serie eine grundsätzliche Frage zu klären. Und die dürft ihr natürlich gerne mitentscheiden in dieser Folge. Und zwar wird jetzt oben rechts gleich so ein kleiner Infobutton ausklappen. Klickt da mal drauf, da könnt ihr abstimmen. Wollen wir die Tutorial-Serie fortsetzen, komplett ohne den DLC-Content? Dann würde ich nämlich die DLCs auch deinstallieren. Wir bekommen dann nämlich auch jetzt mit Breaking Ground ganz spezifische Missionen, die mit den DLCs zu tun haben. Dafür müsste ich DLC-Teile verbauen. Und dann kommen wir so ein bisschen in diese Bredouille rein. Das heißt, die Variante 1 ist DLC komplett runter und nur das Basisspiel erklären, oder Variante 2. Nee, wir nehmen die DLCs mit. Ich nehme auch wirklich beide DLCs mit rein und die Sperre ist dann quasi für die Tutorial-Serie auch aufgehoben, DLC-Parts zu verbauen, weil das in ein, zwei Missionen ist mir das schon aus Versehen mal passiert. Deshalb würde ich da, wenn, dann lieber eine saubere Grenze ziehen oder sie halt einfach mitbenutzen und dann auch die Missionen machen, die daraus entstehen. Stimmt einfach mal drüber ab, dann kann ich das in den nächsten Folgen mit in die Aufnahme einfließen lassen. Heute werde ich nach bestem Wissen und Gewissen natürlich versuchen, auf DLC-Parts zu verzichten. Wenn mir doch eins dazwischen rutscht, verzeiht, dann war das nicht mit Absicht. Wir haben einen Haufen Wissenschaftspunkte in den letzten Missionen gesammelt und jetzt gucken wir erstmal, was wir als nächstes tun. Also geht auf dem Haupttrack weiter mit Erkunde Minmus. Ich lese fleißig die Kommentare und habe eure Kommentare auch gesehen, betreffs so Missionen wie einen Satellit in eine spezifische Umlaufbahn. Ich sehe die Äquatorialumlaufbahn, die ist aber langweilig, das wollt ihr ja nicht. Ich halte da die Augen offen und wenn wir jetzt nach Minmus fliegen, also wir haben jetzt als Erkunde Minmus, lande auf Minmus, nicht abgeschlossen, betritt die Oberfläche von Minmus, nicht abgeschlossen, kehre von der Oberfläche von Minmus zurück, nicht abgeschlossen. Dann bietet es sich natürlich an, so Dinge wie Wissenschaftsdaten von der Oberfläche von Minmus und stelle eine Flagge auf Minmus auf, mitzunehmen, weil man eh schon da ist. Es gibt halt einfach noch mehr Geld. Somit haben wir ein ganz anderes Budget für unsere Rakete zur Verfügung und können natürlich anders planen. So, mit diesem Wissen darum gehen wir jetzt mal in die Forschungsabteilung und schalten uns noch ein paar Sachen frei. Was ich gerne ausprobieren möchte, ich hoffe, ich kriege das gebaut, ist das Funketriebwerk hier mal vorzustellen. Das ist ein sehr kleines Triebwerk mit nur 20 kN, auch relativ effizient mit 320 ISP im Vakuum, war früher mal effizienter, aber hat einen ganz gewissen Charme bei sehr Niedrigschwerkraftplaneten, weil das Triebwerk selber sehr wenig Masse hat. Also mit 0,13 Tonnen ist es halt einfach nochmal deutlich leichter, als wenn wir jetzt mal gucken. Eigentlich mein Favorit für solche Dinge ist normalerweise der Terrier. Hier ist er. Und der wiegt schon 0,5 Tonnen. Der ist halt ein bisschen effizienter, aber er schleppt halt sein Eigengewicht mit, was dann ein paar Sachen wieder negiert. Deshalb werden wir uns das mal freischalten auf jeden Fall. Und ich nehme auf jeden Fall aus der 90-Punkte-Kategorie jetzt auch mal die Aerodynamik mit, um mich so langsam mal auf die bisher schon ein paar Mal angefragte Tutorial-Folge für Flugzeuge vorzubereiten. Da brauchen wir auch ein bisschen Bauteile für. Dann haben wir jetzt nämlich so langsam ein paar Grundlagen. Und was ich jetzt noch überlegt hatte, war hier durchzumarschieren auf das Dienstmodul. Ich glaube, ich werde es nicht machen, aber was wir machen, wir nehmen auf jeden Fall mal das große, die große Kommandokapsel mit rein, damit wir eine Mission diesmal nach Minmus auch mit allen drei Verdächtigen, also einem Piloten, einem Ingenieur und einem Wissenschaftler fliegen können. Dann beginnt es nämlich langsam spaßig zu werden und wir können jetzt überlegen, in welche Richtung wir noch gehen wollen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt hier noch ein bisschen verbesserte Probe Cores und ein paar Baumöglichkeiten. Auch noch verschiedene Entkoppler-Antennen für größere Reichweiten. Das wird interessant, wenn wir ein bisschen weiter rausfliegen. Aber es gibt hier oben natürlich auch noch neue Triebwerke für sehr viel größere Raketen. Es gibt hier noch kleine Präzisionsantriebe, wenn ihr eher kleine Raumsonden bauen wollt. Es gibt noch fortschrittliche Treibstoffsysteme. Hier kommen jetzt auch langsam die RCS-Tanks, also Monopropellant für eure Steuerungssysteme. Das ist auch nicht ganz uninteressant. Wir haben größere Fairings, vielleicht für unseren Flug gar nicht so komplett uninteressant, das zu haben. Dann können wir da nämlich einen Rahmen drum schaffen. Also ich kaufe uns jetzt einfach mal das 2,5 Meter Fairing oder auch Schutzummantelung auf Deutsch natürlich. Und wir haben noch ein paar Punkte frei.
Wir können hier so eine Kralle uns besorgen. Das ist alles DLC-Content. Das lasse ich jetzt diese Folge mal noch links liegen. Und wir haben natürlich auch noch die Möglichkeit, verschiedenste Flugzeugbauteile hier zu beschaffen. Verschiedenste Landemöglichkeiten. Hier wäre vielleicht die Idee, das Landebein noch mitzunehmen. Also das könnte eine Idee sein, warum man sich das hier noch nimmt. Und wir haben hier, und da möchte ich gerne mal drauf eingehen, weil das ist relativ interessant. Auf der 160-Punkte-Ebene gibt es in der spezialisierten Steuerung einen Teil. Das ist sehr, sehr nett. Und zwar meine ich damit das Fly-by-Wire oder die Fly-by-Wire-Avionik-Zentrale. Was die macht, ist, sie gibt eurem Kerbal diese Manöver. Und zwar egal, ob er ein Pilot ist oder nicht. Und es gibt auch einen Probe-Core, der vielleicht schlecht ist. Das heißt, baut ihr das ran, habt ihr alle diese Manöver zur Verfügung. Und das ist, glaube ich, die komplette Bank, meiner Meinung nach. Es geht bis Zielorientierung oder Zielortung, nennen sie es hier, hoch. Also ihr habt alle Manöver freigeschaltet damit. Das ist interessant, wenn eure Kerbals noch nicht so das Level haben, aber ihr es technisch lösen wollt, ist das eigentlich eure Antwort. Deshalb potenziell ein Modul, mit dem man einiges anfangen kann. Und es hat noch den netten Nebeneffekt, ihr kriegt ein großes Reaktionsrad, was für große Raketen eine schöne Idee ist, weil dann drehen die sich auch mal ein bisschen schneller. Ihr kriegt einen großen Monopropellant-Treibstofftank und ihr kriegt ein Monopropellant-Triebwerk und das ist relativ interessant. Also nein, es ist kein Monopropellant-Triebwerk, das ist falsch. Es ist ein RCS-Triebwerk, also Manöverdüsen, das allerdings nicht auf Monopropellant-Basis arbeitet, sondern es arbeitet eben mit dem Treibstoff, den ihr habt. Auch nicht ganz uninteressant, wenn man sagt, so, okay, ich möchte nicht noch Monopropellant-Tanks anbauen, möchte aber trotzdem RCS-Düsen haben, weil ich docken möchte. Ich möchte ein Docking durchführen. Dann macht dieses Bauteil natürlich richtig Sinn. So, und ich würde sagen, für unsere Rakete sind da tatsächlich, naja, mindestens mal eine Sache jetzt mit dabei, auf die ich, glaube ich, zurückgreifen würde, nämlich das große Reaktionsrad, damit wir unsere Rakete nachher auch gedreht bekommen. Deshalb kaufe ich jetzt einfach mal auf dieser Ebene ein und wir nehmen das mit. Und genau, das ist dann so unser Stack an Wissenschaft für heute. Und jetzt gehen wir heute, wie wir es bei der Moon-Landung auch gemacht haben, werde ich das natürlich wieder auf mehrere Folgen aufsplitten, damit das nicht zu viel Info auf einmal wird und wir auch nicht durchhetzen müssen. Und zwar nehmen wir uns jetzt heute in der Folge hauptsächlich mal Zeit dafür, die Rakete zu bauen. Und die bauen wir auf Basis unserer, wie schon angekündigt, MK1 bis 3 Kapsel. Diese neue Kapsel, die ich gerade freigeschaltet habe, aus dem 160-Punkte-Bereich müsste die gewesen sein. Oder waren es 90? Nee, es waren, glaube ich, 160. Die hat 3 Sitze. Also Crewkapazität ist 3. Und das hat jetzt den schönen Effekt, dass wir tatsächlich ein bisschen was mitnehmen können an Crew und nicht mehr überlegen müssen, brauche ich einen Piloten, brauche ich einen Ingenieur, brauche ich einen Wissenschaftler? Die Antwort ist ab jetzt alles. Nimm doch einfach alles. Es ist ein bisschen Monopropellant-Treibstoff drin und es sind auch Steuerungsdüsen dran. Hier an der Seite, die hauptsächlich ganz gut funktionieren für so Roll- und Drehbewegungen und ein bisschen hin und her gimmeln. Für Vorwärts und Rückwärts sind die nicht so gut, weil wie ihr sehen könnt, sind die natürlich nicht so wirklich nach vorne und hinten ausgerichtet, sondern eher so seitlich mit leichten Schrägen. Also das geht schon, verschwendet aber einen Haufen Monopropellant Sprit. So, auf dieser Basis werden wir unsere Rakete bauen. Und wir fangen erstmal mit so ein paar ganz normalen Basics an. Ihr solltet nämlich, wenn ihr hier angekommen seid und alles freigeschalten habt, was ich freigeschaltet habt, ja, so wird ein Satz draus, dann solltet ihr auf jeden Fall so ein Fallschirmdeckel haben. An dieser Stelle ist eine sehr schöne Möglichkeit, potenziell, wenn ihr das möchtet, Dinge dazwischen zu packen oder sowas. Sowas wie Strom oder wenn ihr sagt, oh, ich würde noch gern ein Reaction Wheel mitnehmen. Die kann man hier relativ gut dazwischen packen. Ich lasse es jetzt mal bei dem Strom. Und was man dann nämlich machen kann, ist mit dem Bewegen-Werkzeug. Hier macht es das so tickweise, hier macht es das relativ fließend. Anklicken. Und den Fallschirm einfach runterschieben. Dann sieht das wieder normal aus. Wir nennen das in Fachkreisen auch Clipping. Damit könnt ihr solche Hohlräume ganz gut füllen. So kann man zum Beispiel optisch relativ gut eine Batterie verbergen, was ich jetzt gerade gemacht habe, was uns einfach ein bisschen mehr Batteriepuffer gibt. Auf jeden Fall nicht vergessen, wenn wir nach Minmus fliegen, ist natürlich ein Hitzeschild. Wir brauchen hier das 2,5 Meter Hitzeschild.
Das hat sehr, sehr viel App Later. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, selbst wenn ihr vom Minmus zurückkommt, ihr könnt das mal locker flockig halbieren, wenn ihr nicht zu lange in der Atmosphäre rumtanzt. Ihr könnt das auch voll lassen, aber das macht halt gewichtstechnisch einiges aus. Also hier ist ein schöner Platz. Ihr seht das ja hier, 3,9 Tonnen, wenn es halb ist. 4,3 Tonnen, also wir können uns da eine gute halbe Tonne sparen, wenn wir es zusammenschrumpfen. Und damit haben wir schon mal basismäßig unser Wiedereintrittsgefährt. Und jetzt würde ich das Ganze mal Minmus-Länder nennen. Auf der Basis machen wir jetzt nämlich weiter. Jetzt gucken wir mal, wie wir aus diesen Parts zu einem Raumschiff kommen, mit dem wir, ich glaube, wir werden diesmal nicht Apollo-Style irgendwas versuchen hinzuzimmern, sondern wir gehen auch in einer Box rüber und werden mit dieser Box auch landen und wieder zurückfliegen. Dafür brauchen wir natürlich ein bisschen Delta V und wir wollen natürlich auch ein paar Experimente mitnehmen. Da schauen wir jetzt mal, was wir hinbekommen. So, als allererstes mal natürlich ein Decoupler. Warum? Wir wollen natürlich nachher die Kapsel abtrennen können mit dem Hitzeschild und nicht mit dem ganzen restlichen Raumschiff in der Atmosphäre verglühen. So, und ich würde jetzt erstmal versuchen, relativ schmal an die Sache ranzugehen. Das heißt, ich nehme hier den X216 von Rocco Max. Den kann man auch noch umstellen auf Orange, wenn euch das besser gefällt. Aber den gibt es natürlich auch in gestreift. Je nachdem, das ist ein bisschen Geschmackssache. Und meine Überlegung wäre jetzt gewesen, zu sagen, wir gehen hier runter auf das Funktriebwerk. Deshalb hatte ich es eigentlich geholt, um mal zu zeigen, wie man mit sehr wenig sehr viel erreichen kann. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob das tatsächlich alles noch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Denn wir wollen ja auf Minmus fliegen. So, und jetzt sieht man hier schon, wir haben ein Schubgewichtverhältnis von 3,08. Das reicht also locker und haben 2900 Delta V. Damit kann man also arbeiten. Jetzt können wir mal den Vergleich antreten, weil ich hatte ja gesagt, wir sparen uns ein bisschen Gewicht. Dafür ist die Effizienz ein bisschen geringer. Und das könnt ihr einfach jederzeit machen. Ihr nehmt jetzt den Antrieb und guckt, ja, 2900 Delta V. Und jetzt nehmt ihr zum Vergleich den Terrier und seht, oh ja, 3006. Also ihr seht, das ist sehr nah beieinander. Dadurch, dass er ein bisschen mehr wiegt, aber halt auch ein Stückchen effizienter ist, macht er in diesem Szenario mehr Sinn, zum Beispiel. Könnte aber bei einer kleineren Rakete, also ich zeige euch jetzt mal den Unterschied, wo es hingehen könnte, wenn man jetzt sagt, so, oh Mensch, entschuldigt, falscher Tank. Der müsste sogar schon reichen, um das fortzuführen. Wenn wir jetzt weniger Gewicht haben, dann fällt das natürlich stärker ins Gewicht, dass wir das Gewicht, ich habe das Wort Gewicht jetzt sehr oft gesagt, dieses Antriebs mitschleppen. Das heißt, wir haben jetzt mit dem Terrier 1962 Meter pro Sekunde, gehen wir jetzt, auf das Triebwerk sind wir schon bei 1926. Ihr merkt jetzt, je mehr ich das Gewicht reduziere von der Rakete, umso mehr kommt dieser Antrieb zum Tragen. Und last but not least ist er dann natürlich für kleinere Raketen richtig interessant. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir haben hier eine sehr, sehr kleine Rakete, hätten wir mit diesem Gerät 347 Meter pro Sekunde, mit diesem Gerät schon nur noch 345. Also hier kommt jetzt so der Break-Even-Point. Aber tatsächlich macht es in unserem Szenario Sinn, dass wir weiter mit dem Terrier gehen. Also gehen wir auch einfach mit dem Terrier. Und ich würde jetzt mal sagen, damit wir gar nicht groß nachdenken müssen, Ich würde super gerne diese Teile benutzen, aber die sind DLC-Content. Deshalb suche ich mir jetzt mal was anderes raus. Lasst uns doch den nehmen, oder? Hey, den gibt es sogar mittlerweile mit orangem Rand. Ist das nicht wunderschön? Wollen wir orange fliegen? Ah, wir fliegen heute mal orange. So, und dann können wir hier das Terrier-Triebwerk drunter stecken und uns noch überlegen, wie wir das befestigen. Und dann haben wir schon mal ein relativ gutes Raumschiff, was mit 2977 Delta V auch sehr, sehr viel Spielraum hat. Das werden wir jetzt natürlich gleich durch ein paar Experimente noch verringern. Aber insgesamt ist das doch schon mal eine ganz schicke Maßnahme. So, es gibt mittlerweile ein paar Sachen, die wir haben, die man hier verbauen könnte. Das Dienstmodul haben wir leider erst in der Variante 1,8 Meter. Die 2,5 Meter Variante habe ich mich aber bewusst gegen entschieden, weil wir die halt auch nicht öffnen können im Flug. Somit ist das so ein bisschen eingeschränkt nützlich. Was es aber gibt, und damit kann man ganz hübsche Sachen machen, sind die Wartungsbuchten. Die kann man hier zum Beispiel dazwischen stecken. Ich finde sie bis heute noch designtechnisch ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Aber man kann damit arbeiten.
Und in diese können wir Dinge einbauen. Und somit haben wir den großen Vorteil, dass wir später im Weltall hier ganz gut mitarbeiten können. Also, weil man kann es halt auf und zu machen. Das gibt es übrigens auch in 1,25. Und ich meine, ich habe das noch nicht verwendet, deshalb erkläre ich es jetzt nochmal ein bisschen detaillierter. Und hier können wir jetzt Dinge reinbauen, um damit arbeiten zu können. Und auch wirklich auf und zu machen, sodass das Ganze ja, im Weltall zugänglich ist, aber während dem Start nicht in der Luftströmung hängt. Designtechnisch, wie gesagt, spannende Entscheidung. Ich will euch was ganz kurz zeigen. Ich meine, das gibt es mittlerweile, das ist relativ interessant, wenn ihr mit der MK2 Ländercan mal fliegt. Die hat Türen hier an der Seite, wo ihr Dinge reinbauen könnt. Ne? Nur falls euch das noch nicht aufgefallen ist, das war früher nicht so. Das geht eher an diejenigen von euch, die schon länger KSP spielen, dass es hier für so Instrumente und so weiter mittlerweile in der MK2 Ländercan die Möglichkeit gibt, Dinge reinzubauen. Just saying. Das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Zack. Vielleicht machen wir das auch einfach so. Wollen wir mit der Ländercan fliegen? Das würde eigentlich viele unserer Probleme lösen, ne? Wisst ihr was? From scratch. Neu. Nicht speichern. Wir fliegen mit der Ländercan, weil sie neu ist. Also weil sie hübsch overhauled wurde. Hier haben wir nur zwei Sitzplätze, aber das hilft uns immer noch, dass wir einen Wissenschaftler mitnehmen können. Und wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir natürlich beim Wiedereintritt nicht verglühen. Aber das kriegen wir alles hin. Das heißt, wir nehmen jetzt mal die Ländercan, dann können wir nämlich die Instrumente viel schicker verstauen. Den Ansatz für das andere Raumschiff habt ihr ja gesehen. Und jetzt stellen wir einfach mal um auf die Kiste hier und werden hier eigentlich nach einem relativ ähnlichen Prinzip arbeiten. Also wir nehmen hier auch wieder den Heatshield unten drunter und wir packen uns oben den Rocco Max Adapter drauf, damit wir ein schönes Dach haben, also optisch natürlich auch ganz hervorragend und damit wir dort dann den Fallschirm aufsetzen können. So haben wir unseren Wiedereintritt schon mal erledigt. Und können uns da ein bisschen rausmogeln. So, wir haben an der ganzen Kiste auch die Möglichkeit natürlich noch Solarpaneele anzubringen. Ich würde jetzt mal so einen kleinen Kranz oben aufsetzen einfach. Ich drücke mal X, um das noch ein bisschen weiter zu verteilen. Weil wir haben hier oben relativ gut Platz und durch die leichte Neigung können wir dann aus jeder Richtung Sonnenlicht holen. So müssen wir uns gar nicht so viel Sorgen darum machen, wo eigentlich der Strom herkommt für die ganze Geschichte und haben jetzt halt den Vorteil, dass wir sagen können, okay, die Experimente, die wir mitnehmen wollen, die packen wir jetzt einfach ganz entspannt in unser Experimentenfach mit rein. Zack. Und ein Thermometer. Das Einzige, was wir da nicht mit reinbekommen, so richtig gut, ist er hier. Er ist einfach ein bisschen zu groß. Den werden wir heute auch mal zu Hause lassen. Für den ersten Flug. Und hier drüben kann man zum Beispiel auch noch so Dinge reinpacken wie, wir hatten das Thema ja vorhin, Dinge verstecken. Zum Beispiel eine Batterie kann man da ganz gut mit reinstopfen. Und was wir mal probieren können, da bin ich gespannt, wie gut das funktioniert. Reicht die, um sie zu verstecken? Ja, dass wir sagen, wir packen hier jetzt mal eine Antenne rein. Das probiere ich jetzt mehr für mich selber aus als für euch, ob ich diese Tür dann tatsächlich noch. Zack. Ob ich die Tür dann tatsächlich öffnen kann, um eine Funkverbindung herzustellen. So, unter das Ganze natürlich auch wieder ein Entkoppler drunter und wir basteln uns hier jetzt auch wieder genau die Rakete, die wir eben schon hatten, weil das relativ einfach zu handhaben ist. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder den 16er von Rocco Max. Wir packen unten drunter den Rocco Max Adapter. Das ist der 02er Adapter, der macht von 2,5 auf 1,25. Und wir packen da das Terrier-Triebwerk drunter. Und ich nehme jetzt die Traversenbefestigung, weil es optisch ganz nett aussieht. Pack das hier ran. Pack das hier ran. Und dann haben wir schon mal die Landeanlage zu großen Teilen fertig. Jetzt werdet ihr euch berechtigterweise fragen, wie landen wir denn das Ganze? Dafür braucht es natürlich Landebeine. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir mit den LT1 ganz gut klarkommen. Die LT05 werden nicht gut funktionieren. Wenn ihr das mal so seht. Von der Höhe her setzt dann das Triebwerk auf, das wird nichts. Das heißt, wir nehmen die mittleren Landebeine. Wir hatten ja auch die Option, uns die großen zu kaufen. Wir haben das jetzt nicht gemacht. Mit den großen geht das natürlich noch ein bisschen besser. Sind aber meiner Meinung nach bei dieser Größe Raumfähre jetzt auch relativ unnötig.
Für die Sparfüchse unter euch. Ich habe früher auch dazu tendiert, Länder mit drei Beinen zu bauen, weil ich gedacht habe, haha, da spare ich mir ein Landebein. Die Instabilität, die ihr dadurch reinbekommt, ist es nicht wert, auf das Landebein zu verzichten, um das nochmal klar und deutlich zu sagen. Das ist nicht so toll, wie man sich das immer vorstellen würde. So, und damit haben wir das Ding schon mal dran. Und was wir jetzt noch machen können, ist, wir können natürlich dafür sorgen, auf Minmus ist das kein Problem, aber ich werde oft dafür angefeindet, dass ich keine Leitern mitnehme. Also werden wir heute mal eine Leiter verbauen. Die sind in dem Sinne dann ganz gut, wenn ihr es mal schaffen solltet, euer Monopropellant komplett zu verfliegen. Dann sind wir an dem Punkt, dass man eine Leiter braucht, um ins Raumschiff wieder reinzukommen, ne? Weil man da halt hochsteigen muss. Dann machen die total Sinn. So, auch hier, ich gehe jetzt wieder auf das Verschieben mit Einrasten aus. Und dann merkt ihr irgendwann, das sperrt. Was ihr jetzt tun könnt, wenn ihr die Leiter aber weiter oben haben wollt, ihr könnt jetzt Shift gedrückt halten, dann dürft ihr sie weiterschieben. Die schiebt ihr jetzt hier hin, dass sie unter diesem, unter der anderen Leiter quasi ist. Damit ist sie so ein bisschen in dem Andocksring, müsste sich aber noch ganz gut lösen lassen. So, und damit haben wir eine Leiter, die ganz gut bis zum Boden reicht. Das können wir mit einem normalen Hüpfer bzw. einfach mit Zugreifen hinbekommen. Wir können die sogar noch ein bisschen runterschieben, weil ihr seht ja, die Sprossen gehen noch ein bisschen nach oben. Also alles, ups, wenn ihr sie anfasst, geht sie erstmal wieder weg, wenn ihr Shift nicht gedrückt haltet. So, ich mache das mal so, dass das hier so ungefähr abschließt. Damit müsste man ganz gut von dieser Sprosse übergreifen können auf die. Also das müsste durchgehend zu klettern sein, ohne dass man umgreifen muss. Und man kommt von unten auch ganz gut ran. So, damit haben wir unsere Experimente erstmal am Start. Die Beine können wir natürlich auch einfahren. Und die Leiter können wir auch einfahren. Jetzt gibt es noch eine zweite Sache, die man noch ganz gut... wir machen mal hier noch eine Kleinigkeit, damit man die nachher besser sieht. Ich ziehe die jetzt mal... Oh, jetzt hätte ich... Da hätte man Shift drücken müssen, ne? Entschuldigt. Zack, zack, zack. Ich möchte die ganz gerne etwas... das war mein Fehler. Entschuldigt. Meine Güte. Jetzt geht's ja richtig los. So. Zack. Schieben. Gleich. Zack. Höhe. Und ich ziehe sie jetzt ein kleines Stückchen raus, damit man sie besser sehen kann. Nicht, dass wir sie nachher nicht sauber geklickt bekommen. So sieht man einfach besser, dass da die Leiter ist. So, Leitern haben übrigens einen kleinen Vorteil noch. Wenn ihr die ausfahrt, beleuchten die so ein bisschen den Abstieg. Und da ist schon mal das Thema. Genau, wir haben mittlerweile auch ja ganz gut Landeleuchten. Auch die werden wir, wenn wir schon so fleißig Strom erzeugen mit unseren Solarpaneelen, dann werden wir natürlich ein paar Landeleuchten mitnehmen. Ich mache jetzt mal eine Viererverteilung rundherum. Die packen wir einfach rundherum an die Kisten. Nee, beziehungsweise machen sie ein bisschen weiter nach unten sogar. Dann stören die uns später nicht, wenn wir einen Wiedereintritt fliegen. Und die könnt ihr auch über dieses Drehenwerkzeug in eine Position bringen. Anklicken und dann habt ihr hier so Kardanräder im Prinzip, an denen ihr da rumdrehen könnt. Und ich drehe die jetzt mal so ein bisschen hoch, weil wir wollen einen weiten Bereich beleuchten, wenn wir nachts landen müssen. Sodass die halt einen relativ weiten Kegel abgeben. Geschmackssache letzten Endes. So, soviel zur Landeeinheit. Das reicht locker. Also, um von Minmus, einfach mal, dass ihr einen Anhaltspunkt habt, ne, was man auf Minmus so treiben kann. Um von Minmus aus einem stabilen Orbit auf, ich meine, es sind 10 Kilometer Höhe, zu landen und wieder zu starten, braucht ihr jeweils 180 Meter pro Sekunde Delta V. Das findet ihr auf den Delta V Maps, die ich auch immer unter den Videos verlinke. Also guckt einfach mal in die Videobeschreibung, da seht ihr das auch. Das heißt, zusammengenommen sind das 360 Delta V, um hoch und runter zu kommen. 400 ist also völlig ausreichend. Das heißt, dieses Raumschiff, wenn ich mir das jetzt mal angucke, mit 3103 Delta V, das brauchen wir wirklich nur in den Orbit bringen und von da aus kann es sich komplett um alles kümmern. Wir können nämlich 1000 Delta V ausgeben, um nach Minmus zu kommen. Wir brauchen ungefähr... Was sind es? Nicht ganz 200, 160. Also ich runde jetzt mal locker flockig auf, einfach um euch auch einen einfachen Flug zu gewährleisten, falls ihr selber was zeigen wollt. Das sind sehr, sehr große Toleranzen jetzt mit eingerechnet. Also 1000 Delta V, 1000 Meter pro Sekunde Delta V, um aus der Umlaufbahn von Kerbin in den Vorbeiflug nach Minmus zu kommen. Dann nochmal 200, um einzuschwenken in den Orbit, sind wir bei 1200. Dann für Start und Landung jeweils 600, sind wir bei 1800 und der Rückflug noch. Wir haben noch eine gewisse Inklinationsanpassung, die schlägt mit ungefähr 300 Meter pro Sekunde zur Buche. Also ihr seht,
Super safe. Super safer Länder, ganz viel Toleranz. Ihr könnt noch super bremsen beim Wiedereintritt. Also das sollte insgesamt ganz, ganz sportlich funktionieren. So, jetzt müssen wir den aber natürlich trotz allem noch auf eine Rakete draufbauen. Und dafür machen wir jetzt mal Folgendes. Wir werden jetzt als allererstes einen Nutzlast-Decoupler erstmal bauen und dann, also einen Entkoppler für unseren Länder an sich. Und dann nehmen wir eine Schutzummantlung oder ein Nutzlast-Fairing oder wie auch immer ihr es benennen wollt. Und das ziehen wir ein bisschen drum, dass einfach die Beine und die Lampen und so alles mit drin sind und machen das dann oben zu. So haben wir beim Start ein relativ aerodynamisches Verhalten von der ganzen Kiste und müssen uns da keine großen Sorgen machen, ob das sauber funktioniert. Also relativ einfaches Design. Und Thema einfaches Design geht es natürlich auch direkt weiter. Wir können jetzt hier eine Upper Stage bauen, die uns relativ einfach hilft. Es gibt jetzt verschiedene Ansätze, was man hier machen kann mit dem Upper Stage Triebwerk. Ich empfehle für sowas immer den Pudel. Also wenn ihr auf das, also der Pudel ist im Prinzip sowas wie das 2,5 Meter Format vom Terrier. Kann man ja am Namen eigentlich auch schon erraten. Also, der Terrier hat 345 Effizienz, der hier hat eine Effizienz von 350 ISP, ist also noch ein Ticken effizienter. Und wenn wir jetzt das mal gleich ranstecken, dann werden wir feststellen, zack, ich gehe jetzt auch mal auf Körben sauber zurück, dass wir hier eine Upper Stage jetzt haben, die sehr, sehr, sehr viel Delta V schon hat mit 2153 Meter pro Sekunde, also eine sehr gute Möglichkeit hat, uns in den Orbit zu schieben und mit 0,74 für eine Upper Stage auch ein sehr gutes Schubgewichtverhältnis. Das kann man locker flockig so lassen. Und ganz nebenbei sieht es halt einfach auch noch leider gut aus. Das ist redesigned worden in der neuen Version, hat früher immer so ein Pnübbel gehabt, also nur eine Triebwerksglocke, hat mittlerweile zwei. Finde ich, sieht sehr gut aus. Das ist ein sehr gelungenes Redesign, meiner Meinung nach. Das Ganze wird dann wieder mit einem 2,5 Meter Entkoppler. Übrigens, Unterschied, das ist einfach ein Entkoppler und das sind diese Zwischenstücken. Ich nehme das jetzt mal ganz bewusst, um euch den Unterschied zu zeigen. Das sind diese Zwischenstücken, die so eine Art Mantel noch haben, der wegfliegt. Kennt ihr vielleicht von den Videoaufnahmen der Apollo-Starts, wenn die zweite Stufe abtrennt, dass da noch so ein Zwischenstück abfällt. Und das ist bei den Stapelseparatoren der Fall im Vergleich zu den Entkopplern an sich. So, und jetzt wollen wir natürlich noch eine erste Stage haben, mit der wir das ganze Teil in Richtung Orbit bringen. Und auch hier könnt ihr übrigens, ne, natürlich wieder umstellen und sagen, ich hätte das gerne orange. Wir bleiben jetzt mal bei weiß in dem Falle. So, ich nehme jetzt mal einfach der Probe halber zwei von diesen Tanks und wir nehmen als erstes den Skipper, weil er uns zur Verfügung steht. Und gucken mal, ob wir mit dem Schubgewichtverhältnis schon hinkommen. Zusammengerechnet passt das auf jeden Fall schon mal ganz gut. Also wenn ich die erste Stage und die zweite Stage zusammenrechne, sind wir bei 1000, 2000, sind wir also bei 3000, 792. Ich runde das mal grob auf 800 plus 100. Die runden wir einfach ab, um das hier wieder auszugleichen. Sind wir bei 3900 Meter pro Sekunde. Das reicht locker flockig, um in den Orbit zu kommen. Das Problem, was wir haben, ist, das Schubgewichtsverhältnis erst recht auf Meereshöhe ist zu schlecht mit unserem Skipper-Triebwerk. Das heißt, wir werden jetzt ganz klassisch, wie man es kennt, noch Booster zur Unterstützung anbringen, damit wir die Rakete im ersten Moment ein bisschen beschleunigen, bis auch Treibstoff ausgebrannt ist. So, dafür nehmen wir unsere seitlichen Entkoppler. Ich persönlich nehme immer gerne die TT70, weil die schon ein bisschen Abstand mit drin haben. Ich glaube, uns reichen zwei Booster tatsächlich komplett aus. Und ich baue es jetzt so, wenn da draußen ist ja das Meer, also nach da hinten geht es nach Osten. Das heißt, ich baue das jetzt immer gerne so, dass ich sage, okay, ich habe das schon in der Richtung, dass ich nicht rollen muss. Man kann sonst die Rakete einfach rollen. Also es ist auch kein Weltuntergang. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die großen tatsächlich nehmen. Ob das gewichtstechnisch noch durchgeht oder ob wir da in irgendwelche Limits laufen. Es wird nichts rot, also nehmen wir das tatsächlich heute einfach mal die großen Booster. Und jetzt wird es ganz wichtig, die mit Rechtsklick starre Verbindung an. Oder halt, wenn ihr das lieber manuell bauen wollt, mit solchen Verbindungsstreben hier, die dazwischen zu setzen, um euch ein bisschen Unterstützung zu schaffen, weil sonst schlackert das ganz schön rum. Ich habe jetzt die Autostruts gemacht. Das sollte normalerweise reichen. Obendruf kann man nach optischem Geschmack dann natürlich noch aerodynamische Hütchen setzen. Ich persönlich finde, dass bei dem hier ganz besonders die Spitzenteile recht gut aussehen.
Und was jetzt noch ganz wichtig ist, dass man darauf achtet, dass das Haupttriebwerk und die Booster in die gleiche Stage reinkommen. Und dann seht ihr, habt ihr, gucken immer, dass das hier noch auf Meereshöhe eingestellt ist, dann haben wir eine 1,47 und wir sehen hier auch in der Berechnung jetzt, und das, wir werden dann schon ein bisschen höher sein, also was weiß ich, Höhe von 10 Kilometer oder so, irgendwann, wenn die Booster alle sind. Bis dahin haben wir dann ein Schubgewichtsverhältnis von über 1 mit der mittleren Stage, weil die auch ihren Treibstoff ja verbrennt währenddessen, kommen also ganz gut weg, sind dann also in einem guten Modus, um die Booster auch wegzusprengen und weiterzufliegen. Also die Booster tun damit auch genau das, was sie sollen, uns nämlich am Anfang dieses Schubgewichtverhältnis geben. Das heißt, wenn ihr Booster baut, guckt, dass ihr hier auf jeden Fall auf der ersten Stage, wo die Booster mitbrennen, auf Meereshöhe, das ist mal ganz wichtig, weil das ändert sich halt doch teilweise drastisch, auf Meereshöhe ein Schubgewichtsverhältnis habt, was deutlich über 1 liegt. Aber man kann auch mit 1,01 starten, wollt ihr aber nicht. Also guckt schon, dass ihr so bei 1,2, 1,3 seid, wenn ihr losfliegen wollt. Das ist so der Tipp mal fürs Erste. Und dann seid ihr ganz gut unterwegs. Ich persönlich, wie gesagt, bin ein großer Freund davon, das Ganze dann noch mit ein paar Flossen zu unterstützen, damit wir auch noch aerodynamische Steuerung haben, solange es noch geht. Das kann man in dieser Größe machen, das kann man auch deutlich dezenter machen. Das dürft ihr euch gerne aussuchen, wie ihr das gerne hättet. Aber ich nehme jetzt einfach hier diese Delta Deluxe Winglets mit. Wahrscheinlich tun es auch die einfachen Flossen. Die haben den Vorteil, die kontrollieren halt gleich noch ein bisschen die ganze Sache mit. So, und jetzt last but not least kommen da natürlich noch zwei Startkräne mit dran, damit die Rakete ordentlich stehen kann und wir stellen sie auf eine Höhe, die uns hilft, dann auch wirklich zu starten. Staging nochmal überprüfen und damit sind wir dann eigentlich ganz gut vorbereitet, um beim nächsten Mal mit dieser doch schon recht ansehnlichen Rakete in Richtung Minmus loszufliegen. Und ich hoffe, bis dahin von euch eine Antwort zu haben, wie es ausschaut mit dem ganzen DLC nutzen oder nicht nutzen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge auf dem Flug nach Minmus. Bis dahin, mein Name ist Robert und tschüss.